Ein herzliches Willkommen zu Let's Play The Witcher 3 Wild Hunt. Und wir sammeln mal schnell Nieswurzblütenblätter ein. Und Alraunenwurzel nehmen wir auch gerne mit. Und wir sind hier, hier ist, noch was zu lesen. Achtung, von Grenfeld sind einige garstige Feiglinge desertiert, die nun in kleinen Gruppen aus je einer Handvoll hasenherziger Schurken diesen Landstrich heimsuchen. Reisende sollen besonders wachsam sein. Heißt das jetzt, dass wir hier Zwergenschnaps? Zwergen machen den besten Schnaps. Nochmal Zwergenschnaps? Dachte ich mir doch. Ist das hier ein Banditenlager? Na, hier ist sonst nichts. Außer Nieswurzblütenblätter. Und noch einmal Nies. Ja, aber schön, dass wir hier waren. Und den Sonnenuntergang genießen können. Es hat sich also doch gelohnt, hierher zu kommen, aber sonst ist hier nichts. Wir sollten also nochmal die Karte aufmachen und gucken, was hier in der Gegend ist. Ansonsten geht's Hütte des Bootsbauers. Ach ja, hier sitzt der arme Teufel ja immer noch in seinem Käfig. Und wir finden den Schlüssel nicht. Keine Ahnung, wir haben alles abgesucht. Tut mir erschrecklich leid. Da kann man nichts machen. Vielleicht irgendwann. Grenfels. Hier in der Gegend ist. Da unten ist noch was. Aber wahrscheinlich zu stark bewacht. Oder warum habe ich das ausgelassen? Versteckter Schatz und Ort der Macht. Ach! Ach ne, das ist immer bei bewachter Schatz mit so einem Totenkopf. Und Kleinweg da, ja genau, da vergessen was. Also wieder zurück nach Novigrad. Und das geht am schnellsten hier mit einer Schnellreisestation. Also los. Und das Umland von Novigrad wollen wir ja auch noch weiter erkunden. Und irgendwann auch noch die Hauptquest dort weitermachen. Sollen wir jetzt schon mit der Hauptquest anfangen? Wer ist da hinten? Ein Bandit! Ein Bandit? Hey, du da! Sieh an, wir haben einen Kunden. Ich wollte euch nichts abkaufen. Ich fürchte, da bist du schief gewickelt. Du musst zahlen, wenn du durch willst. Und wenn ich's nicht tue? Dann bist du tot. Ui, 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 ui. Na los, versuch doch mein Geld zu kriegen. Oder wir zeigen ihm das Hexermedaillon. Probieren wir das mal aus. Siehst du dieses Medaillon? Boss. Klappe zu, Sobek. Ja, ich sehe es. Wir wollten kein... Erkennst du die Gilde? Ja, Meister. Vergib uns, dass wir's nicht früher bemerkt haben. Bitte. Boss. Und jetzt zuhören. Ich komme vielleicht wieder. Eines Tages, keine Ahnung wann. Aber ich will euch dann hier nicht vorfinden. Ist das klar? Wie Kloßbrühe, Herr. Mögen die Götter dir eine geschwinde Reise schenken. Boss! Was ist nun wieder, Sobek? Boss, er ist ein Hexer! Was? Halt den Schnabel! Guck mal, wo die hinlaufen! Boss! Abschauen! Verschwinde! Rennen wir dem mal nach! Ich habe gerade Schollkraut stehen lassen. Wo ist er hin? Das war doch Schollkraut, was ich gerade stehen lassen hab. Woran denkst du? Ja, ich denke, dass... Um den Krähenfels solltest du einen großen Bogen machen. Und jetzt ziehen die hier hin.
Und hier ist unsere Schnellreisestation. Was war hier noch? Hier war sonst nichts. Ein Kaufmann? Ein Kaufmann? Sei gegrüßt. Ich würde mir gerne deine Waren ansehen. Ja, wir haben doch sicher Krempel, wo wir an ihn verkaufen können. Ja, zum Beispiel, die ist -7, die Wächterstiefel. Und der Sattel, der ist, den haben wir denselben. Und der wiegt einiges, wenn wir ihn so im Inventar haben. Also, war das mal nicht verkehrt. Dann lebe wohl. Lebe wohl. Wo ist er jetzt? Wo ist er jetzt hin? Wo ist der Kaufmann hin? Da hinten steht er. Wie hat er das gemacht? Sei gegrüßt. Leb wohl. Leb wohl. Ja, ich mache nur Spaß. Es ist wohl ein kleiner Bug gewesen. Kann ja mal passieren. Haben wir hier? Das ist bewohnt. Aber hier waren wir noch nicht drin. Ein stumpfes Beil, gehärtetes Holz, Baumwolle, Nägel. Das gehärtete Beil oder das, gehärtete Holz, das behalten wir, glaube ich. Aber das gehärtete Beil können wir verkaufen. Okay. Hier sind Gänse. Und da hinten kommen wir sicher nicht rein, aber in den Gänsestall beklauen wir die Gänse. In die Gänsemöse wollte ich ja noch. In die Gänsemöse fällt mir gerade ein. Da ist sonst nichts. Nochmal zum Kaufmann. Sei gegrüßt. Muss sein, Leute. Tut mir leid, muss sein. Ich würde mir gerne deine Waren ansehen. Und zwar, was wollte ich dem noch andrehen, dass das nein, das war das. Vielleicht, da hinten haben wir auch noch Kram, wo wir ein paar Kilo einsparen könnten. So ein bisschen Plunder. Zum Beispiel das stumpfe Beil. Aber wir können es auch behalten. Aber das ist gleich 0,4. Gucken wir, was wir mehr haben. Hasenfell. Gut, das alles rappelt sich zusammen. Wiegt alleine nicht viel, aber die Tabakpfeife. Wir bekommen aber nur eine Krone pro Tabakpfeife. Aber hierfür bekommen wir 20 Kronen. Und hierfür schwarzmagische Puppe. Die behalten wir mal lieber. Aber Wolfsfell. Wolfsfell kriegen wir noch genug. Wir können maximal 12 an ihn verkaufen, weil er nicht mehr Geld hat, die arme Sau. Aber jetzt ist er blank und wir sind froh. Und sagen, lebe wohl. Leb wohl. Eben hat er hier gestanden und jetzt sitzt er hier. Ein magischer Kaufmann. Wir gehen wieder nach Nilfgaard und haben hier mal so eben schnell ein Fragezeichen weggemacht. Wir müssen ja alle wegmachen irgendwann. Irgendwann werden hier diese ganzen Fragezeichen weg sein. Und hier? Ui. Das war vorher nicht da. Oder war das hier? Oder war das schon damals hier und da? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, da hinten waren wir definitiv noch nicht. Aber wir gehen erstmal zurück. Wir können nicht 7 Baustellen anfangen nach Novigrad. Hier ist ja nochmal eine Quest. Sollten wir in die Gänsemöse vielleicht zuerst und dann, der ist zu stark bewacht. Und dann hier so ein Schwenk und hier zum Quest. Das hört sich super an, das hört sich sehr super an. Also in die Gänsemöse. Auf in die Gänsemöse. Ja, mit Wetzsteinen und Rüstungsschmiedewerkzeug können wir die Waffen verbessern.
Ja, das wissen wir doch alles. Nein, die Flammen des Feuers, das habe ich jetzt... Egal. und jetzt, war besonders klug eben, hätte ich mir eben schon die Markierung machen sollen, der bewachten Schatz nicht, aber das wollen wir erkunden. Das ist ein gutes Stück. Aufnehmen. Altes Schafsfell. Nehmen wir gerne mit. Und wir gehen nicht in die Gänse. Nein. Ach, hier ist das Schnellreisending. Warum habe ich eben... Salpeter. Nehmen wir auch gerne mit. Und... Nehmen wir... Das kann, ist nicht, was ich einsammeln kann. Das finde ich nicht gut. Aber das kann ich einsammeln. Wieder Kräuter, die Kräuterquest. Wir müssen alle Kräuter sammeln. Das ist absolutes Muss. Denn als Kräuterhexer muss man das machen. Wie zum Beispiel hier die Hundspetersilie. Hier ist Hundspetersilie? Hundspetersilie. Die Kräuter wachsen zum Glück nach. Wir können sie nicht alle einsammeln. Und das hier. Was ist das hier? Ich meine nicht die Hasen dort hinten. Auf jeden Fall eine Wegmarkierung. Und Banditen. Banditen. Burg Dahim. Sagen wir mal den Banditen Hallo. Hallo. Warum hat er jetzt kein Schwert gezogen? Was machen? Warum habe ich jetzt den... konnte ich? Nur aus Prinzip. Ist ja gut, Ferdi. Ist ja gut. Die Burg wollte ich mir ansehen. Und wenn Diebe da rumlungern, sicherheitshalber, genau, sah so, als könnte man sie aufmachen. Habe ich da noch ein Brett übersehen? Nein. War nur zu doof, um hier Wasserflasche. Haben wir hier alles? Okay, dann können wir mal gucken, was oben und unten noch zu entdecken ist. Machen wir mal Licht an. Eine Menge Zeug zu mitnehmen. Eine herausgerissene Seite. Ein Absud können wir kochen. Gehärtetes Leder. Eisbärenfell. Und noch ein Nebeling-Absud. Ich müsste mal anfangen, Absude zu kochen. Keine Ahnung, wozu die gut sind. Aber, hört sich lecker an, so ein Nebeling-Absud. Licht an. Okay. Es geht ja noch weiter hoch. Und hier ist auch was. War da noch? Na, war nur einmal Zwergenschnaps. Ich dachte, da wäre noch ein Fässchen, ein Fässelein mit Schnäpsilein. Und hier geht es ja noch weiter hoch. Hier bitte nicht runterspringen. Und hier ist nur einfach so zum Rausgucken. Nehmen. Ein Ei. Verporten.
Oder wie heißt das? Ein paar Kronen nehmen wir auch gerne mit. Und hier ist eine Schatztruhe. Aber kein versteckter Schatz. Alkohest. Eine redanische helle Bardierrüstung. Keine Ahnung. Und die ist besser als unsere teuer gekaufte Nilfgaarder-Rüstung. Nein, sie ist schlechter. Zum Glück. Würde mich auch ärgern. Da hatte ich schon. Kein versteckter Schatz und einen Keller gibt's ja auch noch. Den wir unbedingt sehen müssen. Das ist wichtig. Nicht runterfallen. Jetzt hier. Weiter runter, runter. Hier ist die Kamera ein bisschen, sind wir schon hier im Keller? Ne, hier waren wir schon, Weil die Ballen, die Päckchen waren leer. Hier sind wir Erdgeschoss und hier geht's in den Keller. Einfach mal alles mitnehmen und Licht anmachen. Und ich sehe, wir werden gleich wieder überlastet sein. Hier geht es ja noch weiter runter. Ist hier eine Leiter. Aber das hier ist jetzt endgültig unten. Prinz Adriens Tagebuch. Schema. Wir sind auf der Quest, die Katzenschulausrüstung. Genau. Durch Zufall gefunden. Obwohl ich die Quest gar nicht am Machen bin, haben wir einen Teil der Katzenschulschema. Schema Katzen. Und eine Menge anderen Krempel. Gefunden. Da ist ja auch noch was. Es hätte mir in der Seele wehgetan, wenn ich hier was vergessen hätte. Jetzt komme ich. Ach, die falsche Seite der Leiter. Ich dachte, ich wäre jetzt hier gefangen und käme nie mehr hier raus. Ja, hier ist die Kamera ein bisschen unübersichtlich. Auf engem Raum? Das ist kein Traum. Das ist ein enger Raum. Da bekomme ich Platzangst. Und was? Hier ist ja auch noch. Ist ja auch noch was? Ein totes Hundilein? Und hier ist noch ein bisschen Zwergenschnaps drin. Nein, Pferdehaut und Uhr. 5 Kronen nehmen wir auch alles gerne an uns. Und hier runter. Zwergenschnaps. Hab ich schon erwähnt, dass Zwergen den besten Schnaps machen? Ein bisschen Zwergenschnaps hau ich mir in die Birn. Und dann sehe ich doppelt alles Gestirn. Untersuchen. Ist das mit... Ja, das ist... Ghule haben die Leiche runtergeschleift, aber sie haben sie nicht getötet. Die Haut ist unnatürlich bleich und aufgesprungen. Ich sollte den Turm untersuchen. Die weiße Dame ist, bin ich auf eine, in eine Quest reingeschlittert, die ich noch nicht bekommen habe. Das mache ich auch nicht gerne. Ich bekomme lieber die Quest von Anfang an. Und ich werde die Quest jetzt auch nicht weiterverfolgen. Ich werde mir erst den Auftrag... Moment, ich guck mal Quests. Die weiße Dame, Nebenquests.
Ich habe gerne die Quests von Anfang an. Ein flüchtiger Dieb, tödliche Wonnen, Herr des Waldes, die weiße Dame. Geralt verbrachte einige Zeit in den fruchtbaren Feldern vor Novigrad. Dabei kam er auch einmal zu den Ruinen eines Turms, ob aus Neugier oder weil sein Medaillon sich rührte, der Hexe untersuchte den Ort genauer. Und es dürfte kaum überraschen, dass er dabei Hinweise auf ein Monster fand. Aber wir bekommen doch sicher irgendeinen Auftraggeber für das Quest. Und ich bin nicht in den Turm rein, weil ich neugierig war. Und auch nicht, weil mein Medaillon sich rührte, sondern weil ich mir Sachen ausleihen wollte, die da vielleicht rumliegen könnten. Das war der wahre Grund. Okay, könnte ich jetzt hier noch was... Hier sind die Fußabdrücke. Aber da gibt es doch sicher noch einen Auftraggeber. Hier wollte ich doch noch gar nicht hin. Schauen wir uns erst die... Oder hier gibt es keinen Auftraggeber. Komm, ich mach's einfach. Haben wir jetzt einen Ghoul hier? Da ist doch ein Monster. Ist jetzt unten ein Monster? Ich will es nicht sehen. Wenn es nur ein Ghoul ist, dann wäre es ja okay. Aber wenn es was anderes ist, ich habe ein bisschen Angst. Tiefe, unregelmäßige Spuren. Jemand ist blindlings geflohen, in Panik. Ja, vielleicht war ich das. Da hinten die Leiche, könnten wir die untersuchen? Nein, das ist ja die Leiche. Das ist eine Leiche eines Hundis. Okay, dann geht's hier weiter. Nicht schwindelig werden, das sind Hexersinne. Deshalb ist das Bild so komisch. Jetzt werde ich schwindelig. Hier ist was. Untersuchen. Getrocknetes Blut, sehr alt. Aber die Brandspuren sind frisch. Unnatürlich, das Medaillon vibriert. Da ist ja auch noch was. Blasse Haut, aber kein Blutverlust. Das ist kein Vampir. Da haben wir die Quest vom Vampir, haben wir doch irgendwie bekommen. Was immer er vor seinem Tod gesehen hat, es hat ihn sehr erschreckt. Ja. Dann werden wir besser gehen gleich. Der Körper ist verdorrt. Brandspuren. Das war die Mittagserscheinung. Mittags. Das deutet alles auf eine Mittagserscheinung hin. Sie weicht mir aus. Ich muss etwas finden, das ihr gehörte. Dann muss sie sich mir zeigen. Vielleicht gibt es für sie ja eine Belohnung. Okay, dann sollten wir erstmal gucken, ob einer uns eine Belohnung zahlen will für die Mittagserscheinung. Und die Quest sparen wir uns dann nochmal auf. Hier ist nichts. Außer natürlich viele Kräuter, die ich... Nein, ich sammle sie heute mal nicht ein. Auch wenn ich staatlich geprüfter Kräuterhexer bin. Sondern wir ein Monsternest. Ich sagte Fragezeichen und jetzt ist es ein Monsternest. Mit welchen Monsters bekommen wir es zu tun? Mit Ich muss es zerstören, wenn ich die Entryaken loswerden möchte. Entry. Ach so, ja, die kenne ich, die sind eklig. Aua.
nicht wirklich stark. Die Arbeiterin, die Kriegerin sind nun mal stärker. Kein Problem. Schöllkraut nehmen wir nebenbei auch nochmal mit. Schöllkraut, es ist unsere Pflicht, Schöllkraut zu sammeln. Ich muss es zerstören, wenn ich die Enterjagen loswerden möchte. Okay. Komm schon. Ja, das ist gut. Uha! Und noch nebenbei 100 Erfahrungspunkte. Wie gesagt, ich hätte gern noch ein Level Up, also einen Stufenanstieg. Und was kommt jetzt noch an Monstern auf uns zu? Sind da noch welche von denen? Ich hab noch euer Nest zerstört, Bo. Geht nach Hause. In euer Nest. Noch eine Kriegerin? Wow! Ich bin noch ausgewichen. Okay. Ich sollte mal schnell ein Stündchen meditieren. Denn ich bin da ein bisschen übermütig wieder gewesen. Und Übermut tut selten gut. Und wir haben wieder Gesundheit eingebüßt. Vielleicht bis um 4, dann ist schon gleich morgen. Und dann regenerieren wir uns ja auch wieder. Karte könnten wir auch machen. Das nächste Monsternest. Hier in Nest hat es ja nur so. Die hatten wir schon. Wieder ein. Genau, noch ein Nest von denen. Ja, die Arbeiterinnen sind kein Problem. Die Kriegerin schon. Wupp, weg. Und hier kommt keine Kriegerin zum Glück. Ach so, ich muss ja. Ach, da muss ich noch das Nest. Da ist ja auch noch eine Menge Zeug drin. Nochmal zurück. Ich muss nochmal zurück. Ich muss. Ich hab was vergessen. Und das ist wichtig. Ich kann noch nicht zurücklassen. Wo war das? Nein. Hier. Ich hab doch wieder Schreie gehört. Und machen wir wieder Weltkarte und unser nächstes Quest wartet auf uns. Und hier noch. Nein, hier wartet noch ein Fragezeichen auf uns. Wenn wir schon mal hier sind. Wenn wir schon mal hier sind, dann machen wir das Fragezeichen weg. Denn alles andere wäre. Neckar? Level 18, ein Monsterlager. Der Neckar Level 8 oder so. Die necken ein bisschen und Neckar Level 18 necken die mehr. Ich glaube, das ist mir gerade zu schwer. Aber was ich gerne mache, das verschönert mir den Tag. Ich sammle Schollkraut ein und gehe und laufe ganz schnell heim. Das ist ein wunderschöner Reim. Drum, aber wir haben es zumindest mal aufgedeckt. Wir sollten zu einem Händler aufsuchen und dann das nächste Quest machen. Händler,
Ich will wieder Zeug verkaufen, bevor ich überladen bin. Und was haben wir hier? Ein neues Dörfelein? Oder nur eine Minisiedlung? Sie will immer nur Vögel. Mach keinen Finger krumm auf dem Hof. Ja, so sind die Weiber. Wollen immer nur Vögeln und machen sonst nichts. Was? Zeig doch mal. Zeigst du mir, was du im Angebot hast? Wir kaufen uns ein Hemd. Wir verkaufen mal hier so ein... Das ist schwer. Und wir brauchen es nicht. Ein Friedensstifter. Ein Streitkolben. Das noch. Ach, die mag ja schick aussehen. So schön mit Rot. Aber ist aber auch... 8,02 Gewicht. Müssen wir verkaufen. Hat keinen Zweck, das aus Modegründen aufzuheben. Bis denne. Bis dann. Wir stellen uns hier hin und wärmen uns ein bisschen am Feuer. Schön gemütlich. Da hinten ist noch ein Schleifstein. Aber wenn wir es hier schon so schön warm und gemütlich haben... Ewiges Feuer. Rette uns vor mir. Ja, und wer rettet euch dann vom ewigen Feuer? Denn die sind auch nicht so ganz freundliche Zeitgenossen, ganz im Gegenteil. Unsere Mädels nicht im Kopf, du Schuft. Ich bin kein Schuft, aber das andere mache ich schon. Ich verabschiede mich aus der heutigen Folge. Danke fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal hier auf diesem Kanal, wenn es wieder heißt Let's Play The Witcher 3 Wild Hunt. Ich sag Ciao!